12. Juni. Josef Cebula. Am 23. März 1902 wurde Josef Cebula in Malnia im Süden Polens geboren. Mit 19 Jahren trat er in die Gemeinschaft der Missionare Oblaten der makellosen Jungfrau Maria ein, in der er 1927 auch zum Priester geweiht wurde. Ab 1931 leitete Josef Cebula in Lublin ein Internat. 6 Jahre darauf wurde er in Makowicz zum Novizenmeister ernannt. Seit 1939 war Polen von deutschen Truppen besetzt. Am 4. Mai 1940 musste Josef Cebula erleben, wie die Novizen ins Konzentrationslager nach Dachau deportiert wurden. Ihm selbst wurde jede priesterliche Tätigkeit untersagt. Es war Josef Cebula unmöglich, sich an dieses Verbot zu halten. Bei Nacht spendete er den Gläubigen die Sakramente. Das führte am 2. April 1941 zur Einlieferung ins Konzentrationslager Mauthausen in Österreich. Dort wurde Josef Cebula im Steinbruch als Zwangsarbeiter eingesetzt. Da er auch im KZ weiter als Priester wirkte, wurde er verprügelt. Täglich erlitt er den Spott und die Erniedrigungen des Wachpersonals. Nach 3 Wochen fasste er sich Mut und sagte den Wachen: "Ihr habt keine Macht über mich." Die Wachen trieben nun ihr Spiel mit ihm. Sie zwangen ihn, auf den Zaun des Lagers zuzulaufen. Als er am Zaun angekommen war, erschossen sie ihn. Todesursache: auf der Flucht erschossen. Das war am 9. Mai 1941. Sein Leichnam wurde eingeäschert, die Asche verstreut. Josef Cebula wurde 1999 zusammen mit weiteren 107 polnischen Märtyrern, die zwischen 1939 und 1945 während der deutschen Besatzung Polens den Tod gefunden hatten, selig gesprochen. Priester erwünscht. Der selige Pater Josef Cebula starb, weil er sich weigerte, seinen priesterlichen Dienst aufzugeben. Es ist immer dasselbe. Wenn Diktaturen sich gegen die katholische Kirche stellen, wird den Priestern verboten, ihren Aufgaben nachzukommen. Sie sollen den Gläubigen keine Sakramente mehr spenden und das Wort Gottes darf nicht mehr verkündet werden. Ohne Priester verliert die Vergegenwärtigung Gottes in der katholischen Kirche an Eindeutigkeit und an Wirkkraft. Heute fehlen in vielen Ländern Priester. Die Gründe dafür sind vielfältig. Diktaturen, in denen der Priester unerwünscht sind, sind in der Regel nicht mehr daran schuld. Was kann also getan werden, damit die Priester wieder erwünscht sind?